Ja, moin moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht's mal zur Agneshöhe. Das ist in Dresden-Wachwitz und ja, der Weg geht schon gut los. Genau. Und ja, wir müssen das Tal hoch irgendwie da auf den Berg. Ja, ich bin ja auch noch nie gewesen. Heute mal eine kurze Tour. Wir gucken mal, wie sich hier die Sache entwickeln wird. Muss bloß aufpassen, dass nicht irgendwie Leute kommen. Uah. Das geht ja schon mal gut los hier. Ich habe festgestellt, dass ich mich aus zeittechnischen Gründen viel zu warm angezogen habe. Ja, es gibt von mir aus hinten zwei Wege. Ich bin über Pillnitz gefahren, mit der Fähre, dann ein Stück mit dem Bus. Und hier rück zu werde ich dann mit der Fähre über Laubegast eventuell machen. Mal gucken, ob ich noch ein Bäckerchen finde. Wo ist denn noch was Schönes, einen Kuchen gibt. Ja, gut, ich würde sagen, ich kriege jetzt mal hier den Bergnüff. Ja, ich bin heute alleine unterwegs, zur Abwechslung mal. Und ja, schönes Konditionstraining. So, ein paar Minuten später, ich bin oben. Hier ist eine Rastbank. Und wir gucken mal, da haben wir schon ein bisschen einen Blick über Dresden. Ich muss aufpassen, dass ich die Häuser noch mit erwische unten. Ja, ging ganz schön hoch hier. Und ja, irgendwie muss ich über die Schlucht eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie ich dann da drüber komme, weil hier unten ist irgendwie Gartenzeug. Aber es geht noch ein bisschen bergauf hier. Ich merke, ich war jetzt ein paar Tage nicht unterwegs. Das ist keine Größentouren. Das ist eine Bergtour, das natürlich konditionsmäßig erstmal wieder trainiert werden. Wenn man lange nicht jetzt gemacht hat, wirklich. Ja. Waren wir mal kurz unterwegs, aber das war jetzt nicht zum Film groß. Ja, schauen wir mal, was hier hingeht. Hier war mal ein alter Zaun irgendwas. Da liegt ein Haufen Müll unten. Ja. Irgendwie muss ich da drüber, über die Schlucht. Ja. Das mit dem Weg über die Schlucht hat sich gegessen, weil die Schlucht hier zu Ende ist. Das passt. Aber hier drüben gibt es erstmal nichts zu sehen. Aber interessant, der Weg mal was anderes mal wieder, eine normale Wanderung. Die Route blende ich euch dann hier an der Stelle noch mal ein. Überkommen. Ja. Ein ganz schön runter hier. Hinten ist Dresden. Das sieht man jetzt nicht so. Wir gucken dann mal auf den anderen Aussichtspunkt. Da hat man eine relativ gute Sicht. So, hier geht es direkt in den Wald rein. Hier ist wie eine alte Brücke oder irgendwas. Aber es geht dort lang. Vielleicht gucken wir uns die mal vorsichtig an. Bis aufpassen, wo du hinläufst hier. Mal gucken, ob ich irgendwie ein Bild machen kann davon. Ja, vielleicht. Nein, nicht wirklich. Mal in die andere Richtung gehen. Ja, dort sieht man sie. Kleinen Moment. Da geht es dann noch hoch. So, da ist er. Mehr ran. Dann haben wir noch eine Folie davon. Und ja, ich werde mich jetzt mal wieder den Berg hier hoch schleifen und dann schauen wir mal. Hier ist was Interessantes, wie eine alte Mauer irgendwie. Keine Ahnung, was es mal war. Da scheint mal früher irgendwie ein Weg lang gegangen zu sein. Sehr viel habe ich jetzt aber auch noch nicht gefunden von dem Ort. Ein Geschichte sozusagen. Ja, bloß, dass die Agneshöhe nach einer Frau benannt wurde. Infos habe ich euch dann wieder in der Videobeschreibung.
hier links. Hier ist noch was. Eine Wehranlage oder ein Gebäudereste oder irgendwas. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet, aber das, was hier ist, ist eine Wehranlage. So. Machen wir mal ein Bild davon. Machen wir einen kleinen Schwenker hier. Und gucken wir uns mal den Rest noch an. Ja, interessant, wie die Lampe hier auf seinem Sockel steht. Das ist die alte Anlage. Hier geht ein Weg rüber. Da muss ich dann mal gucken, aber ich glaube, den nehme ich dann als Rückweg. Wir machen mal komplett hoch und die größere Tour. Weil man kann das nochmal abkürzen. Ich glaube, das ist der Weg dann hier rüber. Genau. Das ist Gokhane. Das ist ein Baum hier. Ziemlich dicker Baum. Liegt schon länger hier. Der hat was unter sich begraben. Ja. Das ist aber eine Mauer hier, definitiv. Ja. Oder hängt eine Jacke oder irgendwas rum. Keine Ahnung, warum das hier hängt. Seltsamer Ort. Genau, das ist der Baum, so als würde dort jemand sitzen von beiden. Gut, ja. Ich würde sagen, ich mache ja kurz mal die erste Rast und kippe mir erstmal ein Smoothie rein. Und dann geht's locker vom Hocker weiter hier hoch. Ja, liebe Leute, hier beim Rasten ist mir aufgefallen, dass ich doch dort den Weg rüber muss. Weil hier komme ich in den Ort wieder zurück. Das wollte ich nicht. Also muss ich jetzt wieder ein Stück runter und dann dort hoch. Okay, ich würde sagen, ich packe jetzt mal zusammen. Und dann, ja, geht's mal weiter. Hier im Text, ja, nee, den Ort will ich ja nicht, weil hier oben geht es dann auch, wie ich das sehe, nicht mehr rüber. Da ist ja schon die Häuser dort oben. Hier oben ist eine Mauer. Ja, also muss ich wirklich dort den Weg rüber machen. So, da bin ich schon wieder auf dem Weg. Ja, an der zurückgelassenen Jacke vorbei. Oder Pullover, nennen wir das mal Jacken-Pullover-Weg. Ja, ich quatsche wieder dummes Zeug, aber das ist ja auch nichts Neues. Genau, da haben wir mal eine Bergabwärtstour noch hier. Jetzt habe ich mir das eigentlich nie vorgestellt. Ich hätte vielleicht mal erstmal auf die Karte gucken müssen. Ja, aber das ist zum Glück nie weit weg gewesen. Okay. Und zwar müssen wir jetzt hier rüber. Das kann ja heiter werden. So, hier sind irgendwelche Felsgesteine. Die haben wir vorhin so noch nicht so richtig gesehen. Ja, also hier rüber. Deswegen ist das hier unterbrochen. Gut. Aber interessanter Weg. Mal was anderes wieder. Die Wege mag ich ja besser als irgendwelche Hauptwege, wo man immer umgefahren wird fast oder so. Das ging aber irgendwie mal wie eine Treppe hoch. Muss bloß aufpassen. Feuchtes Laub und so, ist ein bisschen rutschig. Ich bin doch ganz froh, dass ich die anderen Schuhe anhabe. Ich bin ja in Winterausrüstung heute, wo es ja, ziemlich warm ist. Das ist interessant, hier machen wir mal ein Bild davon. Und dann geht es ganz schön runter, wie ihr seht. Das ist gefährlich. So. Müssen genau aufpassen, wo du hinläufst. Hier ist was Laub. Dass man da einen Abflug macht. Aber hier geht's da wieder. Genau. Ja, ich würde sagen, ich mache mir mal ein paar Meter. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein paar Meter weiter. Hier ist ein Pilz. Das wollte ich euch weniger zeigen. Geht es ein bisschen bergauf. Na, ja, ist schön. Zwar eine leichte Tour noch, aber ja, ist gut fürs Training.
Hier ist hier ein alter Steinhaufen. Könnte mal eine Mauer oder was gewesen sein. Ich bin heute auch zum ersten Mal hier. Ja. Drüben. Eine Felsformation. Da komme ich doch wieder in den Ort rein. Hinten ist Dresden. Gucken wir mal. Solange da drüben kalte Schnee. Wegen Tageslicht. Ich habe bloß eine kleine Lampe mit heute. Eine Kopflampe nicht mit. Es wird relativ zeitig dunkel, wie ihr wisst, um die Jahreszeit. Da vor der Computer, da muss man die Kamera ausmachen. Ja, ich muss jetzt hier runter. Es sind noch einiges an Leuten jetzt unterwegs. Das hätte ich eher losgemusst. Mal ein Bild. Ein bisschen vorsichtig sein. Nur das kleine Bächel hier latschen. Ja. Ganz schön aufpassen hier mit der Ausrüstung und so. So. Ja, ich filme mal so rum. Und hier oben sind wir irgendwo hinter dem Ding sind wir lang. Gut, ich mache jetzt mal wieder die Kamera aus wegen die Leute. So, wir sind auf dem Pfad, von weiter oben gelassen. Müssen ein bisschen aufpassen hier bergauf. Könnte rutschig werden. Genau. Und ja, interessant, wie gesagt, interessanter Weg. So, ja, ich merke gerade, dass die Winterausrüstung für heute für fast 10 Grad zu warm ist. Aber dazu mache ich mal ein kleines extra Video. So eine interessante Steinformation hier. Dann mal ein Bild machen. Ich will mit dem Wissen jetzt nach links, weil hier geht es dann nicht weiter. Ja. Aber hier ist eine Wildschweinkuhle, definitiv. Oder irgendwas. Was. Wir sind jetzt hier rüber. Wir gucken uns aber mal hier oben noch mal schnell um, wenn wir immer in der Ecke sind, Leute. Ihr wisst ja, wie das ist. Erkunden hat auch was mit Zeit zu tun. Ja, auf jeden Fall interessant alles hier. Also Zaun. Hier sieht es aufgewühlt aus. Gut. Dann nochmal ein Bild von. Und dann geht's locker vom Locker, wenn man hier nicht ausrutscht. Weiter. Hier ist der Bach, da müsst ihr nämlich aufpassen, dass du hier nicht einlatscht. Da bist du mal. Ein paar Zentimeter tiefer. Ich spring einfach mal so. Muss auch mit der Kiefermuskulatur aufpassen. Das ist immer noch das Problem. Es dauert aber eine Weile. So. Relativ schmaler Weg. Deswegen wird das Video heute mal ein bisschen länger, weil das wirklich interessant ist, die Wegführung. Mach mal von dem Fels nochmal ein Bildchen hier. Ja. Hier müssen wir hoch. Mal gucken, ob das mit Cam geht. Ja, da war ja noch was, ne? Actioncam.de. Wir haben viele Bilder heute. Mal gucken, ob ich da wieder was im Anhang für euch zurechtbastle hier. Genau. Hier sind tote Bürger, da könnte man jetzt hier Rinde sammeln für die Lagerfeuersache. Ja, das geht schon hier drunter hier. Und das mal genau sieht. Ne? Auf der Kamera ist es aber wieder schlecht zu erkennen alles. Genau. Und hinten kommen wir her. Genau, sind wir immer um das Tal gelaufen quasi. So, und hier soll es ja zwei Aussichtspunkte geben. So. Wir haben wieder Garten rechts. Hinten. Oh, Bäumchen hier. Da knackt was. Oh, hier ist ein Rutschloch. Müsst ihr aufpassen. Das bist du dort unten.
Das ist nicht schön. Der Wind jetzt ein bisschen. Da ist die Jacke doch wieder ganz gut. Überlege ich, ob ich einen Pullover drunter ausziehe oder wenn ich kurzärmlich unter der Jacke. Ist vielleicht auch nicht so günstig. Wenn ich so Haus muss ich aufpassen, dass ich das nicht mitfilme. Ja, interessant, das Örtchen hier, das ist hier noch nicht wahr. Das ist schon erstaunlich. Hört, hinten ist der Elbe, die sieht man da ein bisschen durch den Wald. Da gucken wir mal, ob wir heute einen geilen Blick haben. Bei dem Revisit von der Ruine im Bildnis oben hat man ja auch Nebel. Obwohl das auch geil war. Genau, so. Ja. Hier geht jetzt der Weg hinter und da geht der Weg lang. Ich würde sagen, das ist der erste Aussichtspunkt, machen wir dann mal. Und schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich muss da doch mal die Jacke zumachen, hier sind wie alte Mauerreste an der Seite, die fotografieren wir mal. Also aufpassen, es sind doch viele Leute unterwegs. Genau, hier hat einer Buschkraft betrieben. Das feiere ich auch ein bisschen. So. Dann vielleicht auch mal nächstes Jahr sowas in Angriff nehmen. Ach, da war ja noch was. Ist da. Ich habe ja noch ein Winterprojekt. Die Steinachs 2.0. Die habe ich fast vergessen. So, ich muss jetzt mal erinnern, ob hier Leute sind. Sieht gut aus. Gottes Willen, das ist auch keine Absperrung. Der zieht es wie Hechtsuppe. Ich weiß zwar nicht, wie Hechtsuppe zieht, aber das erstmal zweitens, das sagt man immer so. Gottes Willen, ich gehe nicht weiter, das kannst du vergessen. Es geht ein bisschen abwärts. Das ist dort hinten das Pillnitz so schnell war. Auf der richtigen Agneshöhe was sehen. So, dort gehe ich definitiv nicht runter, das fällt aus. Da gehe ich gut den anderen Weg zurück. Oder ich gucke dann nochmal auf die Map. Hier oben wollte ich dann mir erstmal meinen Frühmittag reinspachteln. Weil, wenn es eine Sitzmöglichkeit gibt. So, ich bin jetzt hier wieder am Hauptweg. Also aufpassen wegen Häuserfilmen so. Lässt mal jemanden erwischt mit aus Versehen. Machen wir jetzt hier lang. In der Nähe ist der Fernsehturm, theoretisch gesehen könnte ich zur Ehre laufen, aber ich will glaube ich nicht da. Ja. So, dann machen wir mal ein Bild, weil mir das gefällt. Ja. Also richtig ist der Weg hier auch nicht mehr erkennbar. Ne? Dann ist der Halbweg. Da kommen noch Leute. Muss passen. Genau. Hier ist ein Schlafbaum. Jetzt geht es nicht weiter. Ja. Warum auch immer. Das ist die Frage, ich glaube, dort lang geht's. Schauen wir mal. Ja, da waren irgendwelche Gärtneranlagen schon. Hier geht es schon wieder runter, wenn das denn hier ein Weg ist. Aber das sieht ganz so aus. Ach Gott, uiuiui. Ja. Und das, hinter mir sind Leute. Muss schon aufpassen mit Filmen hier. Genau. Ich werde schneller machen, dass ich die mit auf der Audiospur habe. Genau. Ja, aber wir schauen mal. So, ich habe besser gemacht. Ich bin relativ schnell unterwegs alleine. Ich habe ein bisschen leichte Ausrüstung auch mit. Geht es da wirklich in der Höhe? War es kein Aussichtspunkt? Kann sein.
weil das war ein bisschen weiter weg, das Ding. So schon der Zabin. Musst du aufpassen, dass die nicht rutscht hier. Aber es geht. So. Ja, hier hat man die Elbe halt. Da durch die Bäume durch. Windisch weit. Aber ich wollte unbedingt die Treue. Weil die steht eigentlich schon seit etwas länger. Da vorne so leid, jetzt muss ich das mit der Kamera ausmachen. Ja, hier musste ich mal leider einen Ton wegnehmen. Ich bin ja auf der Agneshöhe angekommen gewesen und ja, es waren viele Leute dort, deswegen musste ich auch ein bisschen mit Zoom arbeiten, aber war eh geplant, weil ich wollte ja mal euch den Blick über Dresden zeigen. Genau, weiter unten dann später im Bild sieht man dann noch die Fähre, mit der ich dann anschließend zurückgefahren bin. Und hier ist die Fähre dann zu sehen, ja. Genau, die führt dann rüber nach Dresden-Laubegast, links elbseitig, also elbaufwärts geht es dann Richtung Pillnitz, Sächsische Schweiz hoch und rechtsseitig, also runter zu, in die Stadt rein, in der Altstadt, beziehungsweise in Richtung Meißen hinter. In Dresden-Laubegast, was auf der anderen Elbseite liegt, wo die Fernlegestelle war, weiter links runter ist dann noch die Werft Laubegast. Dort wurden unter anderem die Fähren für Dresden gebaut und ganz früher auch die Dampfer, die man hier im Bild noch sehen kann oder konnte. Ich bin wieder erstmal auf dem Rückweg, hier geht es hoch. Wenn ich vorhin runter bin, logischerweise. Ja, ich gucke dann mal auf die Karte, weil hier gibt es nämlich noch einen zweiten Weg runter, den wollte ich eigentlich rückzumachen. Jetzt weiß ich nicht, ob der unterhalb der Agneshöhe kann es noch rumlaufen, habe ich jetzt aber verzichtet. Aufgrund, wie gesagt, Haufen Leute. So, ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht, habe gesehen, dass wir hier an dem Jägerstand, das ist oben der Vogelhaus, stand wir vor einem Uhu oder irgend sowas. Ja, das ist hier eigentlich, ich weiß nicht, ob man das sieht, jetzt bin ich völlig weg, weil das Navi funktioniert überhaupt nicht hier oben. Komischerweise, irgendwie seit dem letzten Update habe ich Probleme mit dem GPS. Da sieht man das, dort ist das Jägerhaus. Und da geht es noch den Weg runter, den wollte ich eigentlich nehmen. Und der Aussichtspunkt ist ja dort hin. Genau, und dann muss das dort irgendwo runtergehen. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert jetzt im Herbst. Also Herbstspiel kann nämlich relativ gefährlich werden. Ich würde mal sagen, ich packe mal das ganze Zeug zusammen und ja. Sehen wir uns wieder, wenn ich den Weg gefunden habe. Und jetzt schlägt das Wetter wie ein bisschen um hier. Langsam dann bald wieder dunkel. Deswegen mache ich mich jetzt auf die Socken oder auf die Schuhe, je nachdem. Ja, auf die Socken war ein bisschen kalt. So, aber hier habe ich noch was Schönes gefunden. Die Bäume verwachsen sind, das fotografieren wir natürlich nochmal. So. Und hier muss es jetzt runtergehen. Irgendwo. Also hier schon mal nicht. Ne, hier ist kein Weg. Hier, guck mal, das könnte weg sein, oder? An dem Jägerhaus hier vorne irgendwo. Das ist kein Weg. Oder? Hier ist zumindest auch schon eine Stange. Oder ist das ein Weg? Hä? Wir gehen mal gucken. Hier schauen wir mal den Blitz rein. Das fotografieren wir auch mal ein bisschen. Das ist mit Vorsicht zu genießen, Leute. Macht das bitte nicht nach sowas. Ne? Hier ist tatsächlich wieder Weg. Seht ihr das dort hinten zwischen den Bäumen? Ja, seht ihr, wie die Pflanzen hier wachsen? Scheint hier lange keiner mehr so richtig vorbeigetragen zu sein. Ja, Dagi muss es natürlich wieder machen. Hier ist das andere Ding, was wir drüben gesehen haben. Diese Steinformation. Mal gucken, ob wir da hier was finden. Ich muss ja höllisch aufpassen, dass die wegrutscht. Ich hatte nämlich kein Sicherungsseil mit heute.
Naja, gibt es nicht weiter zu sehen. Es geht tatsächlich hier runter. Wie es aussieht. Muss das seitlich laufen. Da habt ihr ein bisschen mehr Halt. Geht aber auch auf die Substanz. Ja, ich glaube, das ist der andere Weg, wo wir hier gesehen haben, das ist irgendwo ein Tierchen, aber ich sehe es nicht. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Ich glaube nicht, dass mich auf den Weg jemand stört. Ja, Leute, ich habe mich jetzt doch entschieden, hier runter zu gehen. Aber der Weg ist so alt und nicht mehr wegig, sag ich jetzt mal, dass er das bitte nicht nachmacht. Genau, das sind irgendwelche Pfeffer. Ich muss jetzt, dort unten geht es nämlich weiter. Da hinten ist die Aussicht sehr. Wie ihr seht, hier. Ja, ein Loch. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen, Leute. Wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ich habe auch kurz gezögert. Aber ich wollte den anderen weggehen. Ja. Wie gesagt, jetzt wird der Vorsichtshalber der Handschuhe angezogen, dass ich besser einen Halt durch ihn bekriege. Also sind die ja da. Deswegen hatte ich die gekauft. Hier geht es weiter. Irgendwie muss ich runter. Aber hier ist irgendwie das eine alte Mauer letztendlich. Das könnte. Guck mal, das ist doch irgendwas hier. Die haben doch irgendwelche Leute was gebaut. Aber was? Interessant, interessant, Leute. Kann das vielleicht sein, dass das früher mal Weinberg gewesen ist oder irgend sowas? So, jetzt muss ich mir erstmal einen Weg suchen. Und da müssen wir heute vor. Ja, da sind wir die Mauer. Die sind ja wirklich runter, die gucken sich gerade die Strecke an. Respekt, also ich würde das nicht machen mit dem Fahrrad hier runter, mit meinem Bike. Sag ich euch ganz ehrlich, das wäre mir zu heiß, die Aktion. Genau, bis sie weg sind. So, hier geht es runter. Also meines Fahrrad liegt da, weil die Strecke ist eigentlich, ist keiner verletzt. Den Jungs geht es gut, dann rein. Genau, aber ich würde es trotzdem, wird das nicht trauen, also das ist Wahnsinn. Genau, so, ich versuche jetzt mal hier weiterzulaufen. Ja, haben wir noch ein bisschen Action hier in dem Video. Ich finde das gar nicht mal so übel. So Leute, hier bin ich gerade runtergekommen, runtergeklettert quasi. Ne? Ja, die Jungs, die fahren hier runter. Wie gesagt, hätte ich nicht drauf. Ja, ich gucke mal, wo es hier weitergeht. Das ist so wieder eine alte Weinbergmauer oder irgendwas. Ja, die haben sich die Strecke gerade mal angeguckt. Die haben es zum Teil aber auch geschoben, weil die scheinbar ein bisschen beschädigt ist, die Strecke. Wie gesagt, Respekt. Ich hätte es nicht drauf, weil dazu hänge ich mir ein bisschen Jahr an meinem Leben. Und ja, ich bin ja bald unten hier. Vorsicht, rutschig. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Ich habe es dann einfach mal nachgemacht, bin nie dort hinten runter, weil die eigentliche Strecke lang geht. Aber ist schon mal was Interessantes. Ich bin eigentlich froh, dass ich den Weg genommen habe, auch wenn der ein bisschen ja, gefährlicher ist. Und dort guck mal, da ist noch was. Was lustig ist, ja? Jetzt gucken wir uns dann gleich nochmal an, was das sein könnte. So, liebe Leute, da kommt der Ast runter. Ja, ich bin hier runtergegangen jetzt. Das war eine ganz schöne Kletteraktion. Das ist eine Rutsch bei dem Lab. Bitte, wie gesagt, hier eine nachmachen. Ich mache hier mal ein Bild. Ich denke mal, das ist mal alte Weinberge geworden. Ja. Vom Aufbau her. So. Hier wird der Weg jetzt etwas besser. Ich muss dann bloß mal gucken, wie ich dann dort wieder auf dem Hauptweg komme rüber. Und der Wind, das merkst du ganz schön. Sag ich mal jetzt. Weil wenn wir dann bei den Schlitzen zum Teil und dann auch wieder nicht, wenn der Wind kommt, das ist alles so das Gelbe vom Ei. So, aber wie komme ich jetzt hier rüber? Hier muss es nämlich irgendwie noch einen Weg nach drüben geben. Und
ja, das ist was, da gehe ich aber nie rein. Was lustig ist hier, das ist baufällig, sehr baufällig. So, naja, bei Komoot und bei Maps.me, so rum, ist der Weg hier eingezeichnet. Als offizieller, ne? Also ich weiß ja nicht, Leute. Dann ist es wirklich ein Mountainbike-Trail oder irgendwas. Das ist ein bisschen sehr baufällig, hier ist ein Nest hier oben. Storchennest oder irgendwas? Nee. Das ist ein Baum, genau nicht, was das ist. Sieht zumindest komisch aus. So. Ach, da drüben, guck mal, ich glaube, dort ist die Stelle hier, wo ich dann rausgekommen bin. Ja, das habe ich gesehen von drüben, das Ding. Aber ja, eine alte Matratze. Machen wir Zoom hier rein, ein bisschen Bild machen hier. Ja, das Baufeld, das gehe ich nie rein, das ist zum Teil schon alles eingefallen und sowas hier. Das muss ja jetzt nicht sein, aber bestimmt mal ein kleines Gartenhäusel vor gefühlt einer halben Million Jahren. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Einfach mal gucken. Erkunden hat immer was mit Zeit zu tun. Zitat von Thomas. Also ich zitiere von Thomas oben. So. Irgendwie muss ich dann, das ging hier irgendwo ab, ich habe das ja gesehen. Da gibt es irgendwo so eine kleine Brücke. Genau. So. Irgendwo war doch hier die kleine Brücke, wo ich sagte, hier ist eine kleine Brücke. Die hatte ich doch fotografiert gehabt. Aber so richtig? Ja. Keine Ahnung. Ich muss auf jeden Fall weiter unten gewesen sein. Fünf Leute muss ich aufpassen. Der Baum ist auch mal interessant hier. Genau. Hier ist eine alte Treppe. Die sieht man kaum noch. Ah, da ist ja doch noch eine interessante Tour geworden heute. Aber wo ist jetzt die Brücke? Da drüben ist der Weg. Der geht dort hoch. Also müssen wir ja hier runter, oder ich besser gesagt. So. Ja, kommt immer da zustande, weil ich euch quasi auf die Tour mitnehme. Ne? So, hier ist eine Brücke gewesen mal. Eins. Muss ich aufpassen, dass du hier ja irgendwo reinfliegst. Ich muss quasi jetzt irgendwie hier nicht. So, jetzt habe ich natürlich mal gucken sollen, wie die Fahrradfahrer gefahren sind. Das wäre vielleicht eine coole Sache gewesen. Ansonsten baue ich mir halt ja eine Brücke. Aber schleppt die aber weiter unten noch. Genau, also ist schon erstaunlich, was hier quasi alles als Weg eingezeichnet ist in manchen Karten. Das muss ich mal so sagen, aber ist es nicht schlecht, man erlebt ein bisschen was draußen, ne? Das ist ja die halbe Sache. So, ja. Ich laufe hier einfach mal lang. Hier dort unten ist die Brücke. Irgendwie so ganz technisch gesehen. Ja, dort ist er. Dort müssen wir rüber. Dann gucken, ob ihr das überhaupt seht. Ja, und da sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Tour. Genau, ich wäre jetzt allerdings nicht über Pillnitz zurückzumachen, sondern, oh, jetzt geht's. Schauen wir mal, wie tief ich im Laub versinke. Deswegen, ich weiß nie, wo ich genau hin jetzt sofort. Ne? Das ist mit Vorsicht zu genießen alles. Machen wir durch. Damit ihr mich wieder hört. Ja. Stabil ist er. Genau hier ist der andere Weg quasi. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, ja. Da haben wir noch ein Stück vor, wenn keine Leute kommen. Ja.
Ja, ich mache jetzt allerdings hier mit der Fähre hier der Leibegaster Fähre rüber. Gucken wir mal, ob ich dort noch ein Stück Kuchen für heute Nachmittag kriege, wenn ich das Video schneide. Und mache dann über Leibegastenhausen zurück. Wahrscheinlich laufe ich dann das Stück auch noch mal schauen. Ja. Aber da gibt es nicht viel zu sehen. Wir hatten ja schon mal so eine Elbtour gemacht, von daher würde ich das jetzt nicht mitfilmen wollen. Ja, da danke ich euch fürs Zuschauen. Danke an alle Abonnenten. Ja, hier im Anhang gibt es noch eine kleine Fotostrecke von Best of Fotos von heute. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.